Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Aufregung im Halberstädter Tiergarten. Die Alpakas müssen zum Friseur. Auf der Straße der Romanik im Hü. Das Benediktinerkloster Hüßburg. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Aufregung im Halberstädter Tiergarten. Die Alpakas müssen zum Friseur. Alpakas sind in Europa nicht heimisch und haben ein sehr dickes Fell, welches die Tiere gegen das raue Klima in den südamerikanischen Anden schützt. Dort leben die Tiere in kalten Bergregionen, wo es im Winter bis zu minus 20 Grad kalt wird. Hierzulande bereitet dieses dicke Fell den Alpakas allerdings Probleme. Im Sommer wird es den Tieren zu heiß. Und da kommt der Alpaka-Friseur ins Spiel. Er verpasst ihnen einen luftigen Sommerschnitt. Die dabei abfallende Wolle geht an engagierte Weber aus der Region. Seit 50 Jahren ist Bernd Mahlert in der Schafschur tätig. Bereits in DDR-Zeiten absolvierte er eine Ausbildung zum Schafscherer. Später begann der 75-Jährige auch damit, Alpakas zu scheren. Seit Jahren ist er auch der Stammfriseur im Halberstädter Tiergarten. Erstmal schon für das Wohlbefinden der Tiere ist es ja sehr wichtig, dass die Wolle jedes Jahr runterkommt. Bei den Schafen sowieso. Und die Alpakas werden ja teilweise nur alle 2 Jahre geschoren, damit ein längeres Wollhaar entsteht. Nun ist es soweit für Alpaka Attila. Sein Friseurtermin steht an. Bedacht, das Tier nicht zu verletzen, beginnt eine präzise Fellschur. Dabei wehrt sich Attila gegen den Griff der kräftigen 6 Helfer. Gemeinsam schaffen die Männer, das rund 80 Kilogramm schwere Tier relativ ruhig zu halten. Nach ca. 20 Minuten ist es dann vorbei und Attila steht in seinem Sommeroutfit vor dem Publikum. Im direkten Vergleich zweier Alpakas bekommt man eine Vorstellung, wie dick das Fell wirklich ist. Rund 2,5 Kilo Fell liegen jetzt am Boden. Noch ahnt Max nicht, dass er als nächstes an der Reihe ist. Dieser scheint den Friseurbesuch nicht zu mögen und fängt an zu schreien. Während sich Attila voller Stolz und ganzer Kraft gegen die Helfer wehrte, war Max eher das weinerliche Alpaka. Doch nach der Schur läuft Max stolz durch das Gehege und kann die Sonne wieder genießen. Für den stellvertretenden Leiter des Tiergartens, Michael Busenius, ist der Friseurbesuch jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes, da man nie weiß, wie die Tiere reagieren. Also unsere Alpakas im Halberstädter Tiergarten werden jedes zweite Jahr geschoren, damit man auch ordentlich ernten kann, damit sich das lohnt. Und wohin geht das Fell der Alpakas? Das wird aufgesammelt und wir haben dann eine Kundin, die das mitnimmt, reinigt, dann nachher spinnt. Sie darf also wirklich spinnen und kann dann die herrlichen Alpaka-Wolle-Pullover herstellen. Bekommen Sie die später mal zu sehen? Also können Sie die hier verkaufen oder? Nein, das macht sie selbst für ihren Bedarf, aber wir werden sie wohl zu sehen bekommen. Da würden wir uns auf alle Fälle freuen. Punkt. Und wie heißt das Alpaka gerade, was Sie hier festhalten? Jetzt haben wir Bruno. Bruno ist 2 Jahre alt und hat das heute das allererste Mal vor. Das wird also auch ganz spannend und so wie er angesprungen ist, wird das bestimmt eine ganz temperamentvolle Aktion. Wir freuen uns alle drauf. In spätestens 5 Monaten wird das Fell wieder nachgewachsen sein. Und dann wird es auch in Deutschland wieder kälter werden. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Freitag wird es wolkig bei angenehmen Temperaturen. Am Morgen ist der Himmel von Wolken überzogen, die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein bei 14 Grad. Zum Mittag wird es dann wärmer und die Temperaturen klettern auf 24 Grad. Zum Abend zeigt sich die Sonne dann häufiger und wir erreichen den Tageshöchstwert von 27 Grad.
In der Nacht wird es dann kühler und die Temperaturen sinken auf 13 Grad. Die Sterne lassen sich nur vereinzelt beobachten. Am Samstag wird es dann stürmischer bei Werten bis 26 Grad. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller im Tale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! Hotel Stubenberg. Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de. 2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Das Bauhaus gilt als eines der wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und als einer der wichtigsten deutschen Exportschlager. Am Bauhaus Dessau, das weltweit als Ikone der Moderne gilt, wurde das bedeutendste Stück dieser Geschichte geschrieben, die bis heute nachwirkt. Entdecken Sie das kulturelle Erbe der heute noch existierenden architektonischen Zeugnisse dieses Aufbruchs. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele original erhaltene Bauhausgebäude und Stätten der Moderne wie nirgendwo sonst. In Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Leuna, Quedlinburg und zahlreichen anderen Orten können Meilensteine besichtigt werden. Die Jahresausstellung im Bauhaus Dessau über Karl Fieger gibt passende Hintergrundinformationen. www.bauhaus-entdecken.de. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Disse Sanitätshaus und Orthopädietechnik. Seit 3 Jahrzehnten vereinen wir traditionelle Handwerksqualität und innovative Produkte. Unser Sanitätshaus bietet ein überdurchschnittliches Angebot mit kompetenter Beratung und Unterweisung. Von Pflegehilfsmitteln über Gesundheitsprodukte bis zur Berufskleidung sind bei uns viele Produkte sofort verfügbar. Unser Spezialgebiet ist das Orthopädie-Handwerk. Für jede Anforderung fertigen wir das passende Produkt. Zeitnah und in höchster Qualität. Dafür setzen wir in der Fertigung auf Hightech-Materialien wie Carbon. Besonders bei Carbon-Produkten profitieren unsere Kunden vom geringen Gewicht und stärkster Belastbarkeit. Wir kümmern uns auch um die individuelle Kostenerstattung bei den Krankenkassen. Ob Wartung und Reparaturen in unserer Werkstatt oder der Lieferservice und Hausbesuche mit unserem eigenen Fuhrpark. Wir sind für unsere Kunden da. Disse Sanitätshaus und Orthopädietechnik. Für Sie nur das Beste. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen.
Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hotel Stubenberg. Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de. 2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Das Bauhaus gilt als eines der wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und als einer der wichtigsten deutschen Exportschlager. Am Bauhaus Dessau, das weltweit als Ikone der Moderne gilt, wurde das bedeutendste Stück dieser Geschichte geschrieben, die bis heute nachwirkt. Entdecken Sie das kulturelle Erbe der heute noch existierenden architektonischen Zeugnisse dieses Aufbruchs. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele original erhaltene Bauhausgebäude und Stätten der Moderne wie nirgendwo sonst. In Dessau-Roßlau, Halle, Magdeburg, Leuna, Quedlinburg und zahlreichen anderen Orten können Meilensteine besichtigt werden. Die Jahresausstellung im Bauhaus Dessau über Karl Fieger gibt passende Hintergrundinformationen. www.bauhaus-entdecken.de. Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. Wer Halberstadt über die L83 in nördlicher Richtung verlässt, der fährt durch die schöne Umgebung des Hü mit seinen weitläufigen Wäldern. Inmitten dieser schönen Natur findet sich etwas abseits liegend die Hüsburg. Bereits um 790 diente sie Karl dem Großen zunächst als Militärstation. In den folgenden Jahrhunderten wechselte sie den Besitzer und wurde letztendlich im Jahr 1080 zu einem Benediktinerkloster. Die heutige Kirche auf dem weitläufigen Gelände wurde 1121 geweiht und gilt als eine der schönsten romanischen Gebäude im Harzkreis. Aber die Hüsburg hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Für viele Pilger, die sich auf den Jakobsweg begeben, führt die erste Station im Harz hierher. Auch Menschen, die spirituelle Inspiration suchen, fasten möchten oder einfach mal eine Auszeit benötigen, sind hier gut aufgehoben und werden auf Wunsch von den Benediktinermönchen betreut. Im Eckhardthaus stehen für Gäste 40 Doppel- und Einzelzimmer zur Verfügung, die modern ausgestattet sind. Für Besucher, die sich auf die Straße der Romanik begeben, gehört daher ein Besuch auf der Hüsburg mit ihrer 1000-jährigen Gastfreundschaft zum Pflichtprogramm. Die Hüsburg ist eine romanische Klosteranlage, gehört auch zur Straße der Romanik und ist eine Station am Jakobsweg. Hier kann man auch übernachten. Wir haben ein Gästehaus und unsere romanische Kirche lädt ein zur Besichtigung, kann dort auch an den Gottesdiensten teilnehmen, die wir in dieser Kirche feiern. Als Mönche tun wir das 5-mal am Tag und die Gebetszeiten, die wir halten, sind immer offen, auch für die, die einfach dazukommen wollen, entweder mitbeten oder auch aus der Distanz einfach dabei sein. Die Hüsburg ist ja schon sehr alt. Wann wurde denn diese Anlage hier erschaffen? Die Hüsburg ist seit der Jahrtausendwende ungefähr ein kirchlicher Ort. Also 997 hat Otto III., dem Bischof von Halberstadt, die Hüsburg selbst und das umliegende Gelände geschenkt. Und die Sachsen, also die Ottonen, haben dann hier einen Königshof eingerichtet, der dann durch die Schenkung an den Bischof von Halberstadt ein kirchlicher Ort wurde. Es wurde ja eine Kirche gebaut in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts
Und 1080 wurde das Benediktinerkloster gegründet, das bis 1804, bis zur sogenannten Säkularisation Bestand hatte. Und deshalb sind auch die wesentlichen Gebäude des Klosters im 12. Jahrhundert entstanden, also im romanischen Baustil. Bereits seit dem 11. Jahrhundert ist die Hüßburg ein Benediktinerkloster. Gegründet wurde der Orden von Eckehard, einst Domkapitular von Halberstadt, der der erste Abt war und hier in der Kirche bestattet ist. Heute leben auf der Hüßburg noch 7 Mönche, die täglich 5-mal gemeinsam zum Gebet zusammenkommen. Die Gebetszeiten in der romanischen Kirche sind öffentlich. Gemeindemitglieder, aber auch Gäste sind stets zur Teilnahme willkommen. Die Mönche bieten im Auftrag des Bistums Magdeburg als Referenten und Begleiter auch Gespräche und Führungen an. Weiterhin gibt es Kursangebote und Seminare. In der Region sind sie zusätzlich im seelsorgerischen Dienst tätig. Unser Leben gestaltet sich so, dass wir einen Akzent legen auf das gemeinsame Beten. Ich sagte schon, 5-mal am Tag. Und auf die gemeinsame Arbeit bzw. die Arbeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Da ist einmal das Gästehaus, wo wir Kurse und Seminare anbieten. Darüber hinaus kann man dort auch einfach zu Gast sein oder auch selbst eine Gruppe mitbringen. Aber wir bieten eben auch Kurse und Seminare an, also Exerzitien, Tage der Stille und Einkehr. Eine Besonderheit, die die alte Burg zu bieten hat, ist das romanische Refektorium. In diesem ehemaligen Speisesaal war einst die Bibliothek eingerichtet worden. Heute gehört der Raum zu den wenigen außerkirchlich romanischen Räumen, die in Deutschland erhalten sind. Genutzt wird der Saal für Ausstellungen und Veranstaltungen zu den Themen Romanik und Christianisierung des Landes. Höhepunkt eines jeden Besuchs auf der Hüßburg ist aber die fast 1000 Jahre alte romanische Kirche. Das Gotteshaus ist als kreuzförmige, dreischiffige Basilika mit flachgedecktem Mittel- und Querschiff gebaut. Nach den Kriegszerstörungen im 17. und 18. Jahrhundert erhielt die Kirche ihre spätbarocke Einrichtung. Heute können Besucher die Schönheit des Gebäudes wieder genießen, denn von den Deckenmalereien bis hin zum Altar wurde die Kirche komplett restauriert. Auch die Marienkapelle ist für Gäste zugänglich. Bis in das 15. Jahrhundert hinein wohnten hier Einsiedlerinnen. Heute finden in dem Raum Taufen und andere Gottesdienste statt. Die romanische Kirche ist tagsüber immer geöffnet, vom ersten Gottesdienst, der um 6 Uhr beginnt, bis zum letzten, der um 19.30 Uhr, so gegen 20 Uhr endet. Man kann die Kirche von außen anschauen, aber auch von innen. Sie ist ja, wie gesagt, eine romanische Kirche, die allerdings eine barocke Inneneinrichtung erhalten hat im 18. Jahrhundert, der aber ebenfalls sehenswert ist. Man kann den romanischen Saal sich anschauen. Das ist ein Teil der Klosteranlage aus dem 12. Jahrhundert auf der Südseite, der noch erhalten ist. Ein schöner Saal, früher wahrscheinlich der Speisesaal der Mönche. Zum Schluss der Klosterzeit die Bibliothek und heute, Gott sei Dank, wieder restauriert und von uns genutzt als Vortrags- und Ausstellungssaal. Die Hüßburg ist ein wichtiger Anlaufpunkt auf der Straße der Romanik. Besucher erwartet hier eine Gastfreundschaft, die seit 1000 Jahren Tradition hat. Für Tagesgäste gibt es viel zu sehen. Wer länger bleiben möchte, auf den warten zahlreiche Wanderwege in die schöne Naturlandschaft des Hü. Weitere Sehenswürdigkeiten wie der Dom und Domschatz in Halberstadt, die Welterbestadt Quedlinburg oder Wernigerode mit seinen vielen Fachwerkgebäuden lassen sich von der Hüßburg aus gut erreichen. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Alter Wernigeröder Lebensmittelmarkt wird neu belebt. Erster Stabilo-Fachmarkt kommt nach Sachsen-Anhalt. Nur 12 Wochen hat es gedauert, bis aus dem einstigen, doch etwas schon verwahrlosten ehemaligen Discountermarkt ein attraktiver Werkzeugfachmarkt mit Gartencenter geworden ist. 15 Mitarbeiter der Region erhielten hier bereits einen Arbeitsplatz und der Fachmarkt sucht noch weitere Arbeitskräfte. Eröffnungen sind immer schön, wenn in Städten etwas wieder sich neu ansiedelt. Und wir sind sehr froh, dass sich hier an der Peripherie von Wernigerode in diesem ehemaligen leerstehenden Gebäude oder lange leerstehenden Gebäude wieder Leben entwickeln wird. Und ein Baumarkt scheint wieder im Trend zu sein. Das erleben wir aktuell. Die Menschen neigen wieder dazu, auch mehr selbst zu tun zu Hause. Und scheinbar ist ja auch eine Marktanalyse im Vorfeld erfolgt. Ich freue mich sehr, dass hier wieder Leben eingezogen ist oder einziehen wird. Wünsche dem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier oben natürlich viele Kunden, zufriedene Kunden. Und ich hoffe, dass dieser Stabilo Baumarkt, der erste in Sachsen-Anhalt ist, der in Wernigerode hier jetzt Station macht und sich hier niederlässt, dass er sehr erfolgreich sein wird für die nächsten Jahre. Zur Eröffnung des Marktes ist auch der Gründer des Unternehmens Günter Denner nach Wernigerode gekommen. Das Unternehmen ist schnell gewachsen. Die erste Stabilo-Filiale wurde 1977 in Baden-Württemberg eröffnet, die 43. jetzt in der bunten Stadt am Harz. Und noch 2 weitere sollen in diesem Jahr folgen. Wernigerode ist auch eine pulsierende Stadt, wo ich großes Zukunftspotenzial sehe, aufgrund auch dieser touristischen Magnetfunktion, die Wernigerode hier hat. Und das ist eine Kombination gewesen, wo wir dann diesen Markt ja angeboten bekamen, wo wir dann noch ein paar Standardfaktoren analysiert haben und dann zum Entschluss gekommen sind, ja, das passt zu Stabilo. Stabilo passt zu Wernigerode. Auf der 4000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wird jetzt auch in Wernigerode das Konzept eines Stabilo-Fachmarktes umgesetzt. Stabilo geht nie in die Großstädte rein. Wir befinden uns immer vor den Großstädten im ländlichen Bereich. Unsere Klientel sind vorrangig Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, Menschen, die sich im ländlichen Bereich aufhalten. Und Wernigerode ist unser erster Markt in Sachsen-Anhalt. Wir haben mittlerweile 4 Märkte in Sachsen seit 2015 aufgebaut. Und uns interessiert vor allem auch diese ländliche Region hier. Hier sind unsere Kunden und sie werden sich wohlfühlen bei Stabilo. Wir nennen uns Stabilo mehr als ein Baumarkt aus dem einen Grund. Wir haben viele Nischen, die wir abdecken, die ein normaler Baumarkt so nicht abdecken kann. Spezial ist bei uns normal, wir nennen es auch so, woanders suchen heißt bei Stabilo finden. Viele
Artikel, die Sie im normalen Baumarkt so nicht finden, finden Sie bei Stabilo. Gerade große Maschinen oder auch für Profihandwerker, Bosch Blau, Makita, die führen wir standardmäßig im Sortiment, die finden Sie bei normalen Baumärkten so nicht. Wir sparen nicht an der Qualität, wir haben Hochqualitätsprodukte im Sortiment genauso, aber auch Niedrigpreisartikel. Es gibt Kunden und Handwerker, die benutzen, oder Hobbybastler, die benutzen ihre Geräte nur ein-, zweimal im Jahr. Die finden bei uns genauso das Produkt für ihren Bedarf wie der Profi-Handwerker, der es tagtäglich benutzen kann. Qualität steht bei uns ganz oben. Davon können sich jetzt auch die Kunden im neu eröffneten Fachmarkt überzeugen. Übersichtlich ausgeschildert finden Sie hier eine Vielzahl von Produkten. Dazu zählen sowohl hochwertige Markenartikel als auch die preisgünstigeren aus der eigenen Herstellung. Eine Besonderheit gegenüber anderen Baumärkten ist die große Auswahl von Arbeitsschutzbekleidung. Schuhwerk, Hosen, Jacken oder Kopfbedeckungen, hier wird garantiert das Richtige gefunden. Ob Grill oder Gerätehaus, ob Spielgeräte oder Sitzmöbel. Für alle Camping- und Gartenfreunde bietet der Fachmarkt ebenfalls eine Vielzahl von Produkten an. Die Wernigeröder Filiale ist ein Maximarkt. Das heißt, sie besitzt im Außenbereich ein Gartencenter mit Pflanzenparadies. Die Kunden erhalten hier alles, was sie brauchen, im und für den Garten. Viele Kunden sind auch erstaunt über Stabilo. Denn wir haben viele Produkte auch in Eigenmarke, in Eigenregie. Hier zum Beispiel sehen Sie Rasenmäher von der Marke, von unserer Hausmarke Stabilo. Hohe Qualität, günstiger Preis. Wir befinden uns hier jetzt im landwirtschaftlichen Bereich. Ein Teilsegment davon sehen Sie hier. Es gibt in allen Stabilos in Deutschland standardmäßig diese Ausstattung. Hier findet der Landwirt oder auch der Forstwirt Dinge, die er braucht für seinen Betrieb. Wir haben hier Heckcontainer für den Landwirt oder für den Forstwirt, genauso wie Holzspalter in allen Varianten und allen Preissegmenten. Eine weitere Spezialität von Stabilo ist der Bereich Kfz und Werkstattausstattung. Hier befinden wir uns im Kfz-Bereich. Hier finden Sie Motorradfreunde und Handwerksbetriebe im kleinen Bereich, sowohl Reifenwuchtmaschinen als auch Hebebühnen für Motorräder, Motoren und Kfz. Eine weitere Besonderheit bei Stabilo ist auch den Nischenbereich Werkstattausstattung und Betriebseinrichtung. Hier findet jeder kleine Handwerker Top-Qualität zu günstigen Preisen. Wir befinden uns hier jetzt in einem weiteren speziellen Bereich, in einer weiteren Nische von Stabilo, und zwar im hauswirtschaftlichen Bereich. Hier findet die Hausfrau für ihren täglichen Bedarf sowohl Waschmaschinen als auch Trockner oder Kühlgeräte wie Gefrierschränke oder Kühlschränke in großer Auswahl. Noch eine Besonderheit bei Stabilo ist unser Bereich Spielwaren für die großen und die kleinen Kinder. Sie finden hier bei Stabilo sowohl Spielwaren, Markenartikel von Bruder oder Siku. Alles, was Papa hat, will auch der Kleine haben, und das bieten wir gerne und schon lange und in ganz Deutschland. Das gehört zum Standardausstattung. Die Männer interessieren sich für die Technik, die Kinder fürs Spielzeug und die Frauen für die Dekoartikel. Auch davon hat der Fachmarkt so einiges zu bieten. Ob Hobbybastler, Freizeithandwerker oder gewerblicher Kunde, der Stabilo-Fachmarkt hat eine große Angebotspalette sowohl vor Ort als auch mit über 3000 Artikeln im Online-Bereich. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. An diesem Samstag stehen die Türen der Hochschule Harzen-Wernigerode offen. Ab 10 Uhr sind Studenten, Absolventen und Bewerber recht herzlich eingeladen. Den krönenden Abschluss bildet am Abend das Campusfest. Sich kreativ zu beschäftigen und mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, ist eine wichtige Erfahrung. Außerdem macht es Kindern riesig Spaß. Tritt ein, komm herein, ist das Motto. Ab 11 Uhr am Sonntag, den 27. Mai, könnt ihr gemeinsam ein tolles Türschild für dein Kinderzimmer herstellen. Moderne Landwirtschaft, kennenlernen und entdecken. Der Hofladen Landgut Klamroth in Westerhausen öffnet am 2. Juni wieder die Türen und Kuhstalltore.
Von 10 bis 19 Uhr können Sie unter anderem bei Führung durch den modernsten Kuhstall der Region neueste Melkrobotertechnik in Aktion erleben. Arbeitserleichterung für den Landwirt, weniger Stress für die Tiere. Neben jeder Menge Technik zum Anfassen und Führung durch den Kuhstall gibt es viele Angebote für Groß und Klein. Und im Hofladen gibt es die regionalen Leckereien aus der hauseigenen Fleisch-, Wurst-, Käse-, Frischmilch- und Joghurtproduktion. Schauen, schnuppern, genießen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie rein beim Tag des offenen Hoftores auf dem Landgut Klamroth in Westerhausen am 2. Juni. Das Event zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 in Sachsen-Anhalt. Schloss Erxleben öffnet am 27. Mai ab 11 Uhr seine Türen. Das Deutsche Fachwerkzentrum, der Förderverein des Schlosses, internationale Gruppen sowie Verein und Studenten laden ein. Integrativer Ort Baudenkmal, Sharing Heritage, Sharing Work, Sharing Community. Schauen Sie sich das Schloss an, informieren Sie sich über Restaurierungsmöglichkeiten, über Tandemarbeit und fremde Kulturen. Ein großer Kuchenbasar und zahlreiche Aktivitäten werden Ihr Interesse wecken. Der Tag endet mit einem klassischen Konzert in der Schlosskirche. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran.